wird ein Schuh draus. Jetzt viel Erfolg, viel Freude allen und bis gleich. Dankeschön. Ja, eine Herausforderung, wie Sie hier sehen in dieser Word Cloud, war das die zentrale Wahrnehmung der Studierenden, die in einer podcastgestützten Evaluation feedgebackt sozusagen wurde. Und ich darf Ihnen einen Einblick aus einem Modellseminar im Rahmen des Skill.de-Projekts an der Universität Passau geben, wo ich eine ein Action Research Format ausprobiert habe, was ich Ihnen jetzt gerne zeige. Die Herausforderung besteht vor allem darin, dass wir hier im Rahmen der Deutschlehrerbildung sowohl fachliche Kompetenzen als auch digitalisierungsbezogene Kompetenzen verknüpfen wollten. Und wenn man hier sich ein bisschen eindenkt in das Thema Deutschlehrerbildung, die wollen ja Lehrer werden und sollen aber einen zukünftigen Deutschunterricht mitgestalten können, so habe ich dann hier die Herausforderung sehr gestalterisch gesetzt und im Rahmen eines Design Thinking Formats auch gestalten lassen. Und zwar sollten die einen digitalen interaktiven Unterrichtsbaustein entwickeln. Die Studierenden haben dazu verschiedene Aspekte erarbeiten dürfen, und zwar zum einen ein Konzeptpapier, wo die Sachanalyse bearbeitet wurde eines Medienverbundes, hier zum Thema Märchen im Medienverbund, und dann aber darüber hinaus ein Interactive Book erstellt wurde, das in H5P gestaltet wurde. Und was ist das jetzt konkret? Die Studierenden haben hierzu digitale Aufgabenformate ausprobiert, prototypisiert, getestet und dann in dieses sogenannte Interactive Book, also eine Art digitales Lernbuch, zusammengefügt. Das Schöne oder das Spannende daran ist, dass es eben nicht nur eine Addierung verschiedener einzelner Aufgaben ist, sondern ein didaktisches Konzept sich durch dieses Buch ziehen soll. Und dass dieser Prozess, der vernetzt verschiedenste Variablen, wir haben es gerade schon kurz skizziert, und diesen komplexen Prozess habe ich mit einem Reflexionspodcast begleiten lassen, um Einblick zu bekommen in diesen Lernprozess. Und ich zeige Ihnen kurz, was damit gemeint ist. Und zwar habe ich mich daran orientiert, an unter anderem Präger, der mit dem Format des Digital Storytellings auch in Audioformaten sehr interessante Bereiche abdeckt. Und zwar, dass man hier eine echte Geschichte erzählen kann, die eben die emotional bedeutsamen Elemente des Lernprozesses herauskristallisiert. Das heißt, dieser Podcast-Format hat während des Lernprozesses Herausforderungen identifizieren lassen und dann am Schluss, nachdem sie es fertiggestellt haben, wurde dann eben in diesem Reflexionsprozess anhand von Fokusfragen zwei bedeutsame Herausforderungen herauskristallisiert und der Lösungsweg skizziert. Und dieser Kurzpodcast, der wird jetzt von mir ausgewertet, qualitativ, und soll dann Einblick geben, in natürlich den Lernprozess, soll aber den Studierenden auch die Möglichkeit geben, noch vertiefter ihren Lernprozess selbst zu reflektieren. Und aus diesen Action-Research-Daten, also diesen Transkriptionen, werden dann Optimierungspotenziale abgeleitet für eine noch bessere Gestaltung von problembasierten Lehr-Lern-Settings. Das heißt, in diesem Sinne, wenn man jetzt hier ein paar Beispiele sich anschaut, war unter anderem natürlich die Technik ein Problem, aber auch diese fachlichen Variablen, die mitgedacht werden mussten. Also wie gestalte ich kompetenzorientierte Aufgaben? Was ist auch, wie gestalte ich einen roten Faden? Das wurde als sehr challenging wahrgenommen, aber auch der Umgang mit Lizenzen zum Beispiel, also Metadaten einpflegen, wenn man jetzt in Richtung Open Educational Resources denkt, muss das natürlich immer mitgedacht werden, und das war natürlich auch eine zentrale Herausforderung. Aber auch mit Blick auf das zukünftige Berufsfeld Schule wurden hier sehr große Potenziale auch gesehen, in diesen digitalen Lernelementen diese auch gestalten zu können. Und eine Studentin, glaube ich, hat auch hier rückgemeldet, also ich habe viel über mich selbst gelernt und somit diesen Prozess auch als persönliche Weiterentwicklung genutzt. In diesem Sinne ist dieses evaluationsbasierte Podcast-Feedback, das jetzt hier auch als Forscherin mitgenutzt werden soll, nicht nur eine Herausforderung, sondern wenn man ein bisschen in die Wolke reinschaut, sieht man, dass die Studierenden auch rückgemeldet haben, dass es
dass diese Hürden, die sie wahrgenommen haben, durchaus gewinnbringend waren, weil es eben auch ein kreatives Arbeiten war, eins, das im Teamwork funktionieren musste. Wir haben ja in diesem Design Thinking Format immer wieder diese Prototyping- und Testing-Phasen drin gehabt, wo dann verschiedene Feedback-Formate genutzt wurden. Und so wurde dann das auch als persönlich bedeutsam, wenn auch natürlich herausfordernd wahrgenommen, insbesondere mit Blick zukünftig einen modernen Deutschunterricht auch gestalten zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dick. Das war fast on the point und es war sehr interessant. Wir gehen direkt für alle, die sich dazugeschaltet haben, kurze Informationen. Am Ende haben wir gewiss noch Zeit für Fragen. Notieren Sie sie sich vielleicht bis dahin. Und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Frau Thielsch. Bitte schön, Ihre 5 Minuten. Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Angelika Thielsch und ich spreche heute über das EDEL-Projekt und habe da vor, einen kleinen Einblick zu geben, wieso wir und wie wir vor allen Dingen als Gemeinschaft in diesem Projekt forschen. So, das Projekt. Der Name ergibt sich aus der Bezeichnung autoethnografische Forschung zu digitaler Lehre und deren Begleitung. Und das ist nämlich das, was wir machen. Wir, das sind 16 Leute, die an unterschiedlichen Hochschulen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen tätig sind. Und wir gemeinsam haben im Frühjahr 2020 begonnen, unsere digitale Lehre, unsere Lehre eigentlich gemeinsam zu beforschen. Da haben wir im ersten Jahr, der ersten Phase, uns dazu aufgemacht, eine kollaborative Autoethnografie des ersten Corona-Semesters zu erstellen. Die ist inzwischen auch kleine Schleichwerbung erschienen, Open Access beim BBV. Und wir freuen uns immer wieder, da mit Leuten auch drüber zu sprechen, was unsere Eindrücke waren. Und das Ganze haben wir zum Anlass genommen, da jetzt noch ein bisschen tiefer reinzugehen und im zweiten Jahr dieser gemeinsamen Forschung uns den individuellen Lehrpraktiken der Mitglieder von EDEL zu widmen. Wieso eigentlich Lehrpraktiken? Das ist die Frage, die sich jetzt hier wahrscheinlich so manche Leute stellen. Und die Antwort ist eigentlich ganz, ganz einfach. Denn was wir mit Lehrpraktiken uns angucken wollen, ist, dass wir besser verstehen wollen, was uns eigentlich in unserem Handeln leitet. Und das kann ich alleine, ohne eine andere Person, die mir da kritisches Feedback gibt oder mir ihre Perspektive noch mit reingibt, relativ schwer nur greifen. Denn es geht nicht darum zu beobachten, was wir tun, sondern uns anzugucken, was uns leitet. Also was sind die Überzeugungen dahinter, was sind die Rahmenbedingungen auch natürlich, in denen wir handeln, aber was sind vor allen Dingen auch so Aspekte wie unsere Sozialisation? Ja, was ist uns wichtig? Wieso ist uns das eigentlich wichtig? Und das zu erforschen, zu heben, das ist das, was wir in unserem Projekt jetzt in diesem zweiten Jahr seit Anfang 2021 gemeinsam machen. So, gemeinsam, weil es als Gemeinschaft besser geht. Und das haben wir uns wie folgt aufgeteilt. Wir haben 2 Etappen, in denen wir aktuell forschen. Und die erste Etappe, die der Datenerhebung, die ist inzwischen sogar schon abgeschlossen. Und da haben wir unser Großteam von den 16 Leuten in kleinere Gruppen aufgeteilt und haben gemeinsam dyadische Gespräche geführt, um Datenmaterial zu generieren zu den Lehrpraktiken der einzelnen Personen. Dyadische Gespräche, für die, die es nicht kennen, zeichnen sich dadurch aus, dass es eigentlich ein Gespräch von 2 Leuten ist. Die eine interviewt die andere Person und in unserem Fall ging es darum, was einen gerade im Bereich der eigenen Lehre beschäftigt. Und dann ist das Gespräch aber nicht vorbei, sondern dann geht es darum, dass wir das Ganze nochmal öffnen, weil es waren noch 2 weitere Leute bei diesem Gespräch anwesend, die beobachtet haben. Und die haben beobachtet, was wurde eigentlich alles nicht gesagt, was blieb unausgesprochen, was für Stimmungen sind mitgeschwungen. Und insofern hat man dann im Nachgang nochmal richtig Anlass, Gelegenheit, tiefer reinzutauchen in so ein paar Punkte und immer mehr Daten zu erzeugen zu den Überzeugungen und zu den Bereichen, die eine Person beschäftigt in der eigenen Lehre. Das Ganze haben wir aufgezeichnet, wir haben das Ganze transkribiert und haben dann unsere Transkripte einer anderen Teilgruppe in EDEL rübergegeben, die das dann jetzt analysiert. Und da sind wir aktuell dabei. Wir analysieren unsere Daten mit einem Zugang, den wir kollaborative Habitushermeneutik nennen. Also die Habitushermeneutik ist ja relativ bekannt. Wir machen das Ganze kollaborativ. Das heißt, dass wir an diesen Transkripten konkret arbeiten, daraus lesen, was wir da für Vermutungen über die Lehrpraktiken, über das Lehrhandeln und die Motive einer Person rausziehen können. Wir diskutieren das, koppeln es immer wieder zurück an das eigentliche Material und versuchen so sukzessive den Lehrhabitus einer Person nachzeichnen zu können.
Also Lehrhabitus, das, was die Person in ihrem Handeln halt leitet und wodurch das Ganze, durch welche Strukturen, durch welche Systeme rundherum das Ganze beeinflusst ist. Super spannender Prozess, der halt in der Tat hauptsächlich dadurch ermöglicht ist, dass wir als Gemeinschaft uns jetzt schon seit einer längeren Zeit gut kennen. Wir arbeiten jetzt seit 1,5 Jahren sehr intensiv zusammen und haben halt eine Grundlage geschaffen, die halt Vertrauen und Offenheit uns ermöglicht hat. Und dieses brauchten wir in der Tat, um dieses sich selbst beforschen lassen durch andere mit den Interviews und hinterher nochmal analysiert überhaupt möglich zu machen. Das Ganze ist wirklich ein sehr spannender Prozess. Wir haben den versucht, immer wieder zu teilen mit der Community. Das heißt, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ihr findet uns auf ResearchGate. Da haben wir auch unsere Materialien hochgeladen, wie wir diese Gespräche führen beispielsweise. Wir sind ganz untriebig auf Twitter und auch über die Homepage findet man uns. Und ich freue mich einfach mega, hier mit euch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen zu dem, was wir hier so alles treiben. Ganz lieben Dank. Auch hier von mir nochmal vielen Dank. Das war auch eine Punktlandung und ebenfalls hochinteressant. Da wir immer noch weiter wachsen und es sicherlich einige Fluktuationen gibt, nochmal die kurze Information nach dem nächsten Vortrag. Frau Berg schaltet bereits ihre Präsentation hoch. Haben wir sicher noch genug Zeit, die Fragen zu stellen und ausführlich zu beantworten. Frau Berg, dann bin ich wieder verschwunden und die Stage gehört Ihnen. Dankeschön. Mein Name ist Gunhild Berg. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachdidaktik Deutsch des Germanistischen Instituts an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und ich spreche heute aber nicht nur über meine Seminare und meine Lehre, sondern generell darüber, wie man Hochschullehre, Hochschulseminare für soziale Netzwerke öffnen kann. Mein Beitrag zeigt, dass soziale Netzwerke Diskussions- und Lernräume über Hochschulseminare hinaus öffnen können und wie soziale Netzwerke methodisch vielfältig in der Lehre eingesetzt werden können. Ich möchte damit den Impuls setzen für eine Diskussion über Beispiele und über das Pro und Contra, soziale Netzwerke in Hochschulseminaren einzusetzen. Als eine Variante informeller sozialer Lernnetzwerke sind Messenger-Dienste unter Studierenden mittlerweile üblich, vor allem zur Lernkommunikation und Organisation. Formelle Varianten sind hochschuleigene Foren oder Chats, wie dieses ILIAS-Forum, die aber von den Studierenden, zumindest meiner Wahrnehmung nach, wenig gut angenommen werden. Demgegenüber können nun zusätzlich oder alternativ soziale Netzwerke in Seminaren eingesetzt werden. Soziale Netzwerke einzusetzen entspricht dem heute primär digitalen Informationszugang und erlaubt die Analyse und Reflexion von Social Media im Sinne einer kritischen Medienbildung im Seminarrahmen. Es unterstützt das informelle Lehr-Lernen als einen wichtigen Faktor im Sinne lebenslangen Lernens durch die Bildung persönlicher Lernnetzwerke. Um Hochschulseminare für diese zeitgemäßen Lernorte zu öffnen, gibt es zwei Wege: Social Media in Seminare hereinzuholen und oder aus Seminaren dort hinauszutreten. Und diese Wege führen zu methodisch vielfältigen Lernaktivitäten und Lernzielen. Solche werde ich im Folgenden nennen und mit Anschauungsmaterial nicht nur aus meinen eigenen Seminaren, sondern aus sehr vielen verschiedenen Hochschulseminaren illustrieren, die alle mit und in Twitter gearbeitet haben. Den ersten Weg weist den Studierenden beispielsweise die konkrete Aufgabenstellung Social Media nach seminarrelevantem Material und interessanten Beteiligten zu durchstöbern und sich im Seminar darüber auszutauschen. Social Media bieten eine enorme Fächervielfalt, nicht nur für angehende Lehrkräfte, wie in diesem Beispiel mit viel Material aus dem Twitter-Lehrerzimmer. Social Media führen über Fach- und thematische Grenzen hinweg, wie eben diese Beispielsammlung mit studentischen Fundstücken zeigen soll. Der zweite Weg führt aus den Seminaren hinaus in die sozialen Netzwerke hinein und umfasst vielfältige Lehr-Lern-Aktivitäten. Zum Beispiel Argumente zu finden und selbst Argumente zu formulieren, wie es die Seminare mit dem Hashtag relevante Literaturwissenschaft vorgemacht haben. Oder sich auf Twitter austauschen und diskutieren. Das war programmatisch für das universitätsübergreifende Seminar L2D2 zum Lehren und Lernen in einer Kultur der Digitalität. Kreative Studierendenprodukte zu veröffentlichen und den Studierenden dadurch mehr Feedback zu ermöglichen,
Das ist eines meiner Anliegen in meinen literaturdidaktischen Seminaren, in denen Studierende Memes oder Tiny Tales oder Tweets wie ein Klassiker ein Tweet kreieren. Ein weiteres Ziel ist es, Ergebnisse zusammenzufassen und so den Lernerfolg zu sichern. Lernende können ihre Erkenntnisse und Ergebnisse unkompliziert publizieren, wie es die halleschen Geschichtsstudierenden hier zum historischen Ereignis der Revolution 1918-19 praktizierten. Und Studierende lernen sich an der Dokumentation und Kommunikation wissenschaftlicher Fachtagungen in den Social Media zu beteiligen, um eine interessierte Öffentlichkeit anzusprechen und einzubinden. Mit sozialen Netzwerken zu arbeiten, ist sicher eine Herausforderung. Um die Interaktion in und mit einem sozialen Netzwerk zu befördern, eignen sich Hashtags, die themen- und peergroup-spezifisch sind, die Adressierung thematisch relevanter AkteurInnen und die Einbindung des Lernnetzwerks der Lehrenden über deren eigene Accounts. Ich zum Beispiel twittere aus meinen Seminaren und über meine Seminare, um Einblicke zu geben und um Feedback zu bekommen, für meine Arbeit ebenso wie für die Arbeit der Studierenden. Nutzbar sind auch die Accounts der Lernenden, insofern sie freiwillig mitmachen wollen. Die allermeisten von Ihnen sind, wie Sie sehen, ohnehin in einem oder mehreren sozialen Netzwerken privat bereits angemeldet. Ich als Seminarleitung würde Sie aber niemals nötigen, sich einen Account zuzulegen, und das ist für eine fachliche Recherche auch gar nicht erforderlich. Ich möchte lediglich die Potenziale aufzeigen, die es da zu finden gibt. Anstelle privater Accounts eignen sich dann auch feste Seminar-Accounts, die die Seminarleitung anlegt und die Studierenden dann über mehrere Seminare, über mehrere Semester hinweg wiederverwenden und weiterverwenden können. Das erhöht die Bekanntheit und natürlich auch die Interaktionsrate, wie dieser Account von geschichtswissenschaftlichen Studierenden mit über 3.700 Followern bereits zeigt. Die letzte Folie zeigt jetzt nur noch einmal eine Zusammenfassung der hochschuldidaktischen Ziele und Vorteile, die ich sehe und über die wir gern uns im Folgenden kritisch unterhalten können. Ich freue mich auf Ihre Fragen im Plenum wie in den Kommis. Vielen Dank. Und vielen, vielen Dank auch Ihnen, Frau Berg. Insgesamt Ihnen dreien vielen Dank. Bedauerlicherweise ist Herr Neulner nicht da, aber nichts ist so schlecht, dass nicht auch was Gutes hat. Wir haben jetzt noch ganz viel Zeit für Fragen. Ich schlage vor, Sie, liebes Auditorium, schreiben das rechts im Chat, und zwar mit dem Namen der Speakerin, die Sie gerne etwas fragen wollen, und dann mit Ihrer Frage. Wir sehen das alle vier hier, und ich sehe auch schon von Frau Iris Dick die erste Frage. Mich interessiert von Ihnen allen dreien, ob Sie in einem Satz sagen können, was Sie Gutes bewirken möchten für die Lehrkräfte und deren spätere Schüler. Ihre Inspiration ist ansteckend. Das würde ich genauso unterschreiben. Ich schlage vor, wir gehen in der Speakerin-Reihenfolge vor, wenn Sie mögen, darauf antworten zu wollen. Gerne. In einem Satz. Zukünftige Lehrkräfte sollen sich ausprobieren können, sollen entdecken können, dass sie auch Hürden überwinden können, wenn sie digitale Elemente entwickeln, aber auch grundsätzlich gutes Lernen ermöglichen. Und dieses gute Lernen, letztendlich die Reflexion über gutes Lernen, soll den zukünftigen Schülerinnen und Schülern auch zugutekommen. Punkt. Im EDEL-Projekt arbeiten wir ja mit Hochschullehrenden und entsprechend mit Studierenden und nicht mit Schülerinnen und Schülern. Das, was die Lehrenden bei uns aber ermöglicht bekommen, ist nochmal ein Bewusstsein einerseits dafür zu erhalten, wie gewinnbringend das Innehalten und das Reflektieren ist, was ja auch ein ganz großer zentraler Aspekt im wissenschaftlichen Handeln per se überhaupt eigentlich sein sollte und im Grunde ja auch ist. Und dass sie durch dieses Innehalten und Reflektieren in der Gemeinschaft einen anderen Zugang erhalten, um über ihre eigene Lehre und das, was ihnen da wichtig ist, zu sprechen und entsprechend doch immer weiter selbst verstehen zu können. Nur was ich verstehe, kann ich auch wirklich hinterher zielgerichtet lenken. War mit einem Semikolon dazwischen. Punkt. Ja, mir ist es wichtig, medienkompetente und medienkritische Lehrkräfte ausbilden zu helfen, die ihren Schülerinnen und Schülern dann eben ein zeitgemäßes Lernen mit eben allen Vorteilen, die eben Digitalität und Digitalisierung mit sich bringen, dann auch wirklich umsetzen können, indem sie digital didaktisch kompetent das eben auch in ihre Lehre und damit in die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler einbringen können. Das ist nun mal auch nicht leicht, in einem Satz zu sagen. Ich sehe aber schon die Folgefrage an Frau Thiersch.
ist Ihre Auswertungserfahrung der Habitus-Hermeneutik in der an die objektive Hermeneutik von Overmann angelehnt. Woher kommt diese Methode? Danke. Faktdiskussion. Ja, wundervoll. Und ich bin mir ganz sicher, jetzt würden noch ein paar Leute bei uns aus dem Team auch gerne hier schreien und ich hoffe, dass auch ein paar on stage sind. Das ist in der Tat in Anlehnung an die objektive Hermeneutik entstanden. Es gibt in der Tat gezielt aber für die Habitus-Hermeneutik auch ein Vorgehen und das haben wir leicht abgewandelt, weil wir wollen ja nicht den gesamten Habitus einer Person erfassen, sondern wir fokussieren darauf, was der entsprechende Lehrhabitus ist. Das heißt, das, was wir machen, ist in der Tat ein bisschen auch Neuland. Also es gibt gezielte methodische Vorgehensweisen, um die Habitus-Hermeneutik zu erfassen, aber das zielgerichtet auf Lehre zu machen und kollaborativ, so wie wir es jetzt gerade durchführen, ist in der Tat ein bisschen was Neues, was wir natürlich auch mega spannend finden und deswegen auch auf dieser Metaebene die ganze Zeit versuchen nachzuhalten. Was machen wir da? Wo sind Stolpersteine? Was sind Punkte, die da noch als Chancen in diesem methodischen Vorgehen stecken? Danke für die Frage. Frau Iris Dick, wir haben Ihren Dank wahrgenommen. Auch hier, ich kann noch mal zustimmen. Die Folgefrage von Cornelia Kennewick an Frau Dick, haben Sie sie gesehen schon? Ja, ich habe sie gesehen. Danke für die Frage. Ja, das ist ein komplexer Prozess, das sehen Sie absolut richtig. Um das jetzt ganz kurz zu fassen, wir haben im Rahmen des Lehr-Lern-Prozesses immer wieder Impulse gesetzt, wo die Studierenden auch mit dem Format Podcast natürlich sich ein bisschen bekannt machen konnten. Aber dann in den letzten Drittel, sage ich jetzt mal, wo es wirklich um die Produktion ging, in diesem Design Thinking Format, da gab es einen Slot, wo ganz explizit vorgestellt wurde, um was es geht, was gemacht werden soll, auch ein Beispiel gezeigt wurde, wie ein Skript dazu erstellt wurde. Also da einfach ein standardisiertes Verfahren wurde dort eingeführt. Und letztendlich haben die Studierenden dann den Auftrag bekommen, während des Produktionsprozesses sich auf sogenannten Indexcards die Herausforderungen zu notieren, die sie haben, sodass wir dann den Memory-Effekt umgehen und sie nicht dann hinterher überlegen, okay, was war eigentlich schwierig, sondern dass sie währenddessen schon aufnehmen, was hat mich herausgefordert und dann hinterher anhand von Fokusfragen dann nochmal drüber nachdenken, was ist das, was ich wirklich für mich bedeutsam finde. So, jetzt in Kürze. Danke, Frau Dick. Ich sehe mit Freuden, dass Herr Noller da ist und genau auch so, dass er noch die Zeit für seinen Lightning Talk hat, wenn Sie den halten möchten. Wenn Sie Ihren Bildschirm teilen mit Ihrer Präsentation, ist das der einfachste Weg, haben wir festgestellt. Sie können die Content Library nutzen und wir sind tatsächlich sogar so in der Zeit, dass danach bestimmt auch noch ein, zwei Fragen möglich sind. Wir haben nach hinten raus noch 5 Minuten. Herr Noller. Ja, vielen Dank und können Sie mich hören? Ja. Ja. Wir können Sie, ich kann Sie und, hören. Ich hoffe, ja, entschuldigen Sie mein späteres Hinzukommen. Ich hatte noch ein technisches Problem. Umso besser, dass es jetzt klappt. Ich würde die Folien freigeben. Worüber geht das? Über Links? Sie können die Content Library nutzen. Das ist dieses Papier mit diesen Statistikstreifen. Sie können aber auch den Bildschirm freigeben mit Screenshare. Zuerst müssen Sie links auf das dritte Symbol von oben, das Männchen, was in diese Tür geht. Da müssen Sie draufklicken und dann öffnet sich das Auswahlfeld. Das ist die, das okay, dritte ist die Leave Session. Die 3 Punkte. Schauen Sie, mal da unten. Genau, die 3 Punkte entweder, da haben Sie die Content Library oder das Screenshare. Frau Thiersch. Sorry, peinlich. Ach, jetzt werde ich rot. Also ich wollte nur helfen. Bei More oder wie? Bei auf der linken Seite haben Sie eine Symbolleiste, wo Sie auch Kamera und Mikro freigeben. Dann kommt die Leave Session, die uns schon vorgestellt wurde. Dann haben wir die Participants und dann haben Sie Screen Share, der kleine Bildschirm mit dem Pfeil. Da können Sie, wenn Sie Ihre Präsentation aufhaben, wie in Zoom oder anderen Plattformen, Ihren Bildschirm teilen. Ja, ich würde es jetzt einfach mündlich machen und Ihnen so präsentieren. Also im Rahmen der Zeit. Also es ist so, ich bin mein Ihr Seminar Timekeeper, ist ja, Sie haben 5 Minuten. Genau, okay, vielen Dank. Also mein Forschungsprojekt heißt Philocast. Es ist ein Lehrprojekt, was aus den letzten Jahren hervorgegangen ist an der LMU München im Rahmen dieser Förderung, die es gab. Da gab es das Multiplikatorenprojekt.
und verschiedene Projekte, und da konnte ich dieses Format entwickeln. Es handelt sich dabei um ein rein digitales Format, was ganz verschiedene Medien integriert. Es heißt deswegen Philocast, weil es im Fach Philosophie angesiedelt ist, und Cast deswegen eben wie Broadcast. Das heißt, es ging darum, Lehr- und Lerninhalte auf eine sehr nahtlose Weise in das digitale Medium zu überführen. Konkret bedeutet Philocast ist der Name eines YouTube-Kanals. Der hat mittlerweile schon über 4000 Abonnenten und steigt auch ständig. Philocast zeichnet verschiedene Lehrveranstaltungen auf, nicht nur von mir, sondern eben auch von anderen Lehrenden der LMU München. Das heißt, es ist so ein ganz breiter Kanal, der nicht nur auf einzelne Dozierende zugeschnitten ist, sondern ganz verschiedene Lehrangebote beinhaltet. Und das ist eben nicht das Einzige. Was unser Ziel war, war, diesen Kanal noch viel mobiler zu verbreiten. Das heißt, wir haben noch eine App erstellt, die heißt Philocast App. Und die findet man auch für Android- und Apple-Geräte im Store. Die ist kostenlos. Und diese App, die enthält alle Inhalte, die man auch auf diesem YouTube-Kanal findet, aber auch noch weitere Inhalte, die man auf unseren Blogs, auch philocast.net, finden kann. Das war jetzt so ein Versuch, die ganze Lehre viel mobiler und flexibler zu machen. Und es gab auch die Möglichkeit, Push-Notifications zu verschicken, um die Teilnehmenden immer wieder daran zu erinnern, wenn jetzt ein neuer Inhalt aktuell wurde. Das war eine Sache, genau, philocast.net, vielen Dank. Und das war eine Sache. Die andere Sache bestand darin, dass wir auch verschiedene Themensendungen entwickelt haben. Also wenn es zum Beispiel Tagungen gab an der LMU München, weil es eben eine sehr große Universität ist, konnten wir immer ein kleines Studio aufbauen und da dann ganz flexibel Referentinnen und Referenten einladen für kleinere Interviews. Also wir hatten dann im Sinne von Philocast ein ganzes Spektrum an möglichen Veranstaltungen zu bieten, also Experteninterview, gewöhnliche Lehrveranstaltungen, aber auch sonstige Themensendungen, die auf die Wünsche der Studierenden zugeschnitten war. Und das Ganze entwickelt sich gut weiter. Jetzt gibt es eine Kooperation mit der ETH Zürich zum Thema Künstliche Intelligenz, und hier bewährt sich dieses digitale Lehr- und Lernformat, weil man eben auch sehr schön grenzüberschreitend unterrichten kann. Also diese App können sich dann auch die ETH Zürich Studierenden herunterladen, und auch der YouTube-Kanal steht ihnen zur Verfügung. Das heißt, dieses Lehr- und Lernformat ist sehr flexibel, um sich auf andere Bereiche übertragen zu lassen. Ein hochflexibles Lehr- und Lernformat. Ja, das war meine kurze Präsentation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Entschuldigung für mein verspätetes Erscheinen. Sie sind voll in der Zeit gewesen. Wir haben tatsächlich noch 6 Minuten, bevor wir hier mit Gewalt rausfliegen. Ich bin schon vorher auf Sie gestoßen und habe mich deshalb sehr gefreut, dass Sie noch aufgeschlagen sind und Philocast vorstellen konnten. Es bleibt noch dabei, wir nutzen die Zeit, wenn Sie Fragen an unsere Speakerinnen und Speaker haben, schreiben Sie den Namen der Speakerinnen und Speaker und Ihre Frage bitte, und wir können die noch weiterleiten. Ein bisschen haben wir noch, 5 Minuten etwa. In der Zeit kann ich schon einmal sagen, vielen Dank. Hier wurde der Link auch schon geschickt, das habe ich gesehen, da hätte ich sonst jetzt drum gebeten. Wir haben die Links von Frau Dick, Frau Bergner, Frau Thielsch in den Präsentationen gesehen. Dies hier wird aufgezeichnet und über den YouTube-Kanal vom Hochschulforum Digitalisierung gespielt. Dort können Sie das alles sehen. Bei Interesse wenden Sie sich auch an uns, sollten Sie jetzt den einen oder anderen Link zu den interessanten Projekten und Arbeiten verpasst haben. Vielen Dank. Ich habe auch noch rechts den Link reingemacht zu der App für Android, und es gibt das Ganze auch noch für Apple. Da mache ich auch noch den Link rein, damit Sie den auch noch sehen. Können Sie sich mal anschauen. Ist ganz non-kommerziell, also ich verdiene dabei nichts. Ist mal ein Experiment, ja. Da ich jetzt keine Fragen sehe und das hier quasi eine Punktlandung ist, möchte ich die Zeit doch noch mal nutzen, Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen, das Auditorium darauf hinzuweisen, dass, wenn Sie noch Fragen haben, vielleicht auch mit unseren Speakerinnen und Speakern irgendwie verlinkt werden wollen, dann können wir das gerne machen. Sie können natürlich, solange das Festival ist, also bis morgen Abend auch über den Chat, über die Chatfunktion dieser Plattform,
mit unseren Speakerinnen und Speakern sicherlich Kontakt aufnehmen. Wir helfen sonst auch gerne dabei, verlinken auch gerne oder leiten Links nochmal weiter und Sie finden diese Aufzeichnung dann auf dem YouTube-Kanal vom Hochschulforum Digitalisierung und vieles auf unserer Website. Dann noch einmal Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Genießen Sie den Rest des Festivals, wenn Sie hier und da noch reinschauen. Haben Sie einen schönen Mittwoch und kommen Sie gut durch den Rest der Woche. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Danke auch Ihnen. Tschüss.